Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Wie sieht denn die Tabelle aus? Wir sind auf der 1, ne? Auf der 2. 5 Punkte, wir haben gegen Fürth verloren, Freunde. Und heute werden wir die erste Liga holen. Ich sag's euch. Freunde, 22 Spiele. 22 Mal geschwitzt. 22 Mal diesen Verein gezeigt, warum ihr hier unter Vertrag seid. Wir sind auf der 2. Ich habe mir gerade die Tabellensituation angeguckt. Irgendwo schon wieder mit absoluten Durchfallanfällen. 4 Punkte auf dem Nicht-, also keine Relegation, kein Aufstieg. 2 Punkte, dann sind wir in der Relegation. Ich möchte, dass wir uns jetzt in den letzten 12 Spielen noch einmal straffen. Jeder von euch kriegt einen Kalender. In diesen Kalender wird eingetragen, wer der nächste Gegner ist. Angekreuzt. Deren Spiele werden auf Video aufgezeichnet. Ihr kriegt alle ein Fernsehen von mir und diese Freundinnen von euch. Wenn ihr irgendwas anderes gucken wollt, Grey's Anatomy, Victoria's Secret, weiß ich nicht was. Ist mir scheißegal, sowas kommt nicht ins Haus. Es gibt nur Fußball. Fußball, Fußball, Fußball. Erste Liga, zweite Liga, dritte Liga. Ihr guckt euch die Spiele aus der ersten Liga an. Warum? Weil wir uns jetzt schon im 22. Spieltag in der zweiten Liga auf die Spiele in der ersten Liga vorbereiten. Ich möchte, dass ihr euch die Bayern-Spiele anguckt, weil das werden die neuen El Clasicos. Versteht ihr das? Dortmund, Bayern, die Sports. Diese drei Mannschaften werden den deutschen Fußball dominieren und das können wir nur schaffen, wenn wir in den nächsten 12 Spielen das zeigen, was ihr mir jede Woche im Training zeigt. Magdeburg, wo sind sie? Auf dem 17. Platz und wir treten jetzt drauf. Ingo, Ulrike, kommt mal beide ran. Ulrike, ich will, dass du heute Folgendes machst, okay? Ich habe gesehen, es gibt keinen Drogentest. Eventuell. Nee, scheiß drauf, wir lassen es lieber. Ingo, hör mir ganz genau zu. Ulrike, du kannst gehen. Hol mir ein paar Maltodextrin. Ego, hör mir mal ganz genau zu. Hast du die Flasche von denen gesehen? Ich gebe dir jetzt ein paar Bakterien mit. Die Bakterien. Hauchst du denen in die Trinkflaschen? Ich möchte, dass Brünker, Artig und Franzke den ganzen scheiß Platz voll kacken. Du bist leichtfüßig wie ein Tänzer. Niemand hat dich auf dem Schirm. Du nimmst ihren Trinkflaschen, haust da denen das Ding rein. Apfelmittel. Vielleicht auch mal Reimann K.O.-Tropfen reinkloppen. Ist mir scheißegal. Ich will, dass die Jungs nicht bei Sinnen sind. Solche Spiele erfordern auch solche Opfer. Sowas gibt es. Sowas passiert. Hinter geschlossenen Türen. Vincent Lenfort ist der Schiedsrichter. Der macht keine Drogentests. Ich kenne den Mann. Ich erwarte den Sieg. Ihr erwartet den Sieg. Die Bruchbude erwartet den Sieg. Ich möchte, dass wir da rausgehen, die Punkte reinholen, ohne großes Bling, 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 Blang, Blung, Blung, Blung. Das ist ein Pflichtsieg. Mit verschränkten Armen. Ich hatte eine schwere Nacht. Mitte, Mitte, ja, durch die Mitte. Tor, Melle. Nicht jubeln. Hol den Ball, Melina. Auf den Punkt legen. Ball holen, Punkt legen. Und weiter geht's. Rauftreten. Ich will hier ein 6-0. Guck mal, wie sie rauftreten. Guck mal, wie sie rauftreten. Alter Schwede. Die haben es jetzt so verinnerlicht, Chat. 8-0 Schüsse. 18. Minute. Oh, wunderbar. Was ist denn hier los? Melina ruft an. Ich kann jetzt nicht rangehen. Ey, ganz kurz mal. 10-1 Schütze. Was passiert hier? Ich glaube, ich muss... Nick? 11-1. Digga, wer ist denn da im Tor? Digga, der hat 10,0 Bewertung, Reimann. Noch einmal? Eli? Nein. Digga, ich glaub das nicht. Jetzt. Mach Meter, Melina. Ey. Also das ist ja das Respektloseste, was ich seit langem gesehen habe. Was hat der gehalten? Er hat 10,0. Der Zweitbeste hat 7,0. Also das ist krass. Bochum unentschieden, das nächste Spiel gewonnen. Wir sind auf dem dritten. Wenn wir jetzt gewinnen, wehen Wiesbaden, Chat. Ich muss die Jungs auffangen. Hallo? Hey, ne? Ja, hier spricht Sebo, was gibt es? Ich wollte Bescheid geben, ich bringe jetzt den Schlüssel zu deiner Schwester und bei meinem Auto. Man hört dich. Ja, ich habe eine neue Batterie in meinem Auto und jetzt steht da, Jetzt steht da, es ist der 1. Januar. Melina, wir spielen gegen Wiesbaden. Deine Autobatterie ist mir Wumpe. Wir haben gerade unentschieden gespielt. Du hast zwar das Tor geschossen, aber du musst mal dich jetzt entspannen und dich auf die wichtigen Sachen im Leben konzentrieren. Du kriegst ein komplett neues Auto, wenn wir aufsteigen. Da kannst du dir deine Autobatterie sonst wo hinstecken. Verstehst du das? Es gibt wichtigere Sachen. Auto, ich will mein Fiat.
Dann kriegst du einen komplett neuen. Aber nicht, wenn du mich hier vollbabbelst mit irgendwelchen Autobatterien oder irgendwelchen Schlüsseln. Konzentrier dich auf den Spiel, rechte Seite. Also, ich rufe an, weil ich auf dem Rückweg von deiner Schwester vielleicht einen Abstecher zu einem... Ja. Habe ich schon. Ich habe mir einen mitgenommen. Ja, für dich. Und was ist mit mir? Ja, du musst... Ich wusste es ja nicht. Dann hol dir auch einen. Was ist denn das? Lässt du deine Spieler hier verhungern, oder was? Das ist nicht mein Bier, das ist mich nicht bei Ulrike. Na gut, Edi, ich wollte ja nur fragen, ob du was möchtest. Nein, danke. Und okay. Dir spricht Sebo. Ja, Sir, sag Sir. Nein, sag's ehrlich nicht. Ich bin dein Trainer. Sag jetzt Sir oder du bist auf der Bank. Dann setz mich doch auf die Bank. Ja, egal, ich hab grad einen Tag geschossen. Ja, okay, dann nicht. Okay, ciao. Ulrike, warum hat die nichts zu essen bekommen? Nee, nicht hier, du hast zu tun, deine Kleine, deine Kinder. Das ist dein Job, dafür wirst du bezahlt, Ulrike. Du hast ein Standing in der Mannschaft, das ist korrekt, aber die Stullenliste ist doch da. Wer isst kein Schwein, wer ist Vegetarier, wer möchte den Brotrand abgeschnitten haben, das weiß doch alles. Ich muss mit dem Verein hier coachen, ich muss mich um die Spieler kümmern, ich habe nicht die Zeit, mich um irgendwelche Essenssachen zu kümmern, verstehst du das? Melina braucht jetzt was, kannst du hier irgendwas machen? Gut. Und Ulrike, so war es nicht gemeint. 1-1, letztes Spiel. Jungs, es ist okay. Wir haben nicht verloren. Wir haben eine lange Sieges... Wie heißt es? Eine lange... Ego, kannst du übernehmen? Eine lange Siegesserie gehabt. Meine Fresse. Jetzt mal ein Unentschieden. Das ist okay. Wien Wiesbaden mit uns aufgestiegen. Wir kennen sie vom letzten Jahr. Das ist wieder ein persönliches Spiel. Sydney Friede. Es war vielleicht noch nie so wichtig. Rausgehen. Spiele gewinnen, Spiele machen. Belebt das Spiel. Habt Spaß. Das sagst du immer. Du und Bieler sagt immer Spaß haben, immer Spaß haben. Dann habt Spaß. Heute Pyros raus, Chat. Auswärtsblock in Wiesbaden. Boah, Digga, wie die Mauern, ihr Knechte. Oh, Sydney! Wie ihr in WeLab, ne? Weil ihr zu scheiße wart, deswegen seid ihr auch abgestiegen damals. Weil ihr nur mauern könnt. Nur stehen, kann nichts passieren. Gut. Letzter Angriff. Steck ihn durch. Nochmal bitte. Du scheiß Schiedsrichter! Ich renn zum Schiedsrichter mit so einer Krawatte. Der schreibt mir die gelbe Karte und macht so. Ist da gleich die Fresse! Ruhe bewahren. Die Jungs sind halt noch so grün hinter den Ohren. Ihr seid nicht so grün hinter den Ohren. Nein, Jungs, Eli! Das glaube ich nicht. Ich kann nicht antworten! Jungs. Du, Sydney Friede. Und jetzt rauftreten. Mindset ist alles. Jetzt rauf, sie fangen an zu rechnen. Gut, aus der zweiten Reihe. Jungs, zwei Minuten. Oh mein Gott. Der Schiedsrichter ist ein Sohn, der gönnt nicht. Oh, zu hektisch da vorne. 1-1. Zweimal hintereinander unentschieden. Punktgleich sind wir jetzt mit Bochum. Oh mein Gott, Digga, das ist so schlimm. Wenn St. Pauli und Düsseldorf gewinnen. Junge, das ist so krass knapp, ne? Wir haben 3 Punkte Abstand. Wir sind Zweiter und haben 3 Punkte Abstand, wenn St. Pauli und Düsseldorf gewinnen auf den 6. Wollen die mich verarschen? Ey, wir brauchen einen Win. In Ingolstadt. Ich brauche jetzt ich habe noch nie in meiner Trainerkarriere so sehr diesen Win gebraucht. Schnellsimulation? Glaubst du, es ist die Schnellsimulation? Oder was? Ich gehe nicht ins Stadion. Ich habe eine leichte Erkältung. Ich gucke mir das Spiel nicht mal von zu Hause an. Ich gucke mir jetzt nur die Reaktionen im Chat an. Woltemade mit einem Doppelpack in der 90. Minute. Ich muss ihn anrufen. Ich muss es. Alle an. Oh, Bochum hat gewonnen. Hamburg hat verloren. St. Pauli spielt noch. Zweite Bundesligaspieler des Monats, die Kandidaten. Melina wurde zum Spieler des Monats nominiert. Hannover 96. Oh, Koray. Koray, bitte nicht. Jungs, ich bin stolz. Ich hatte eine leichte Erkältung, ihr wisst, der Virus. Ne? Der Virus geht rum, hat mich jetzt wieder erwischt. Mir geht's wieder gut. Ich war stolz darauf zu sehen, wie er auch mit Ingo an der Seite spielt. Mit den Fans an der Seite. Heute ist es wieder ein Heimspiel. Heimspiel, ich bin da, die Fans sind da, ihr seid da. Jeder guckt sich mal gegenseitig in die Augen, guckt sich an, was der andere letzte Woche für ihn gemacht hat. Und ich möchte, dass ihr alle Nick Woltemade anguckt. Nick Woltemade, habe ich erwischt
erwischt im Training. Und vielleicht ist es dir peinlich, Nick. Ich habe Nick Woltemade erwischt, wie er nach dem Training bei YouTube nochmal eingegeben hat, wie man seine Ausdauer verbessern kann, wie man seine Technik verbessern kann. Und es muss dir nicht peinlich sein. Warum lachst du, Eidos? Warum lachst du? Sollst du vielleicht auch mal machen, du scheiß Vollidiot. Nick hat einen Traum. Und dieser Traum heißt erste Bundesliga. Ich möchte, dass ihr alle da draußen vielleicht mal in euch geht und sich vergewissert, ist das, was ihr gerade hier in diesem Verein tut, auch ausreichend? Wie kann ich Ulrike unterstützen? Wie kann ich Ingo unterstützen? Wie kann ich meine Teamspieler unterstützen? Heute geht's gegen Hannover 96 ran. Falschgeld. Irgendwo in Niemandsland. Viele Buchmacher haben uns nicht auf dem Schirm. Wir haben eine 1,30-Quote. Ich habe meiner ganzen Familie gesagt, die sollen Handicap gehen. Weiß zwar niemand, aber wir lassen das unter uns. 1-0, wir gehen aufs Zweite. 2-0, wir gehen aufs Dritte. 3-0, worauf gehen wir, du in der Riga? Aufs Vierte, Sir! Digga, warum knallt uns Hannover so krass? Wir sind hier in der Bruchbude! Bin in der 96-Kabine. Lass mich in Frieden, Kore. Du wirst so... Oh, hey, das! Er ist zu langsam. Oh mein Gott, er ist zu langsam, Chat. Marlon ist der Wirt. Marlon ist, glaube ich, wirklich der Wirt. Wir bringen wirklich Papa. Das ist mir viel zu offen da hinten. Mitte, noch einmal. Ho. Elias, entschuldigen Sie. Mocky, ich brauche das jetzt nicht. Du hast uns einen reingezwiebelt im Aufstiegskampf. Bei euch geht's um die goldene Ananas. Ihr seid Elfter. 1-0, vielleicht auch mal dreckig spielen. Wen interessiert's denn? Ruhe. Ingo, hol mir schon mal den Beton. Oh Gott, boah. Beton anmischen, Chat. 4-3-3, falsche 9 vielleicht. Sydney, Friede, Graf, Melle, Taktiken, zurückfallen lassen. Ihr lasst jetzt den Ball laufen, versteht ihr das? Hinten bleiben. 12 Minuten noch, um einen Schritt Richtung erste Liga zu machen. Ein Riesenschritt Richtung erste Liga. Mitte zu. Oh mein Gott. Sie sind die Besten. Wie krass ist denn Hannover? Letzter Angriff, Schiedsrichter. 1-1. Das war aber verdient. Hamburg verloren gegen Nürnberg. Remis zwischen Hannover. Wie viel da war Hannover? 8. Platz. Hallo. Ah, ich wollte mal fragen, wie geht's denn so? Wie geht's denn so? Wie redest denn du mit deinem Trainer? Na, wie geht's denn so nach so? Alter, was ist das für ein Trainer bei 0-0 auszuwechseln? 0 Gegentore kassiert und auswechseln. Selber schuld, sorry. Selber schuld? Was ist das für ein Trainer? Ja, so ist das. Du vergreifst dich im Turm, mein Freund. Auf die Bank, nicht mal im Kader. Kaiser ist drinne. Wie sieht's denn jetzt aus? Kaiser, reinkommen. 96. Und raus, bis du eine öffentliche Entschuldigung getätigt hast, wirst du nie wieder das Stadion von innen sehen. Hast du verstanden? Ich schick dich in die zweite Mannschaft, die spielt Verbandsliga, verstehst du das? Die spielt Verbandsliga, du wirst weiterhin die Trainerfunktion nicht mehr mit mir irgendwie in Frage stellen. Hast du das verstanden? Ja, wirst du dich dann umgucken auf der Pressekonferenz, wenn die Fragen kommen. Du bei 0 Gegentor. Na, ist gar nichts, ich bin auf der 3. Du vergreifst dich im Ton, ich bin der Sheriff in der Stadt. Ich bin dein Morgen- und dein Abendstern, verstehst du das? Morgen früh laufst du, so nämlich, und auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Blablabla, kaum Problem und hatten am Ende 3 Tore erzielt. Schaffen Sie es später? Ja, schaffen wir wieder. Wir haben es drauf. Und jetzt wird blöd geguckt bei den Fragen der Presse. Er wird gar nicht geguckt. Siehst du hier irgendwo Maler Morgenstern? Das interessiert die Presse gar nicht. Schau es dir an, ich hör's. Nicht eine Frage da. Nicht eine Frage kam da auf. So ein Ding ist es nämlich. Heidenheim, wie viel da ist Heidenheim? 15. Es ist so ein wichtiges Spiel, Freunde. Jungs. Wo haben wir verlernt, Fußball zu spielen? Wo war der Punkt? Genau, ich weiß nicht, wo der Punkt war. Ich weiß es nicht. Wann ihr es nach könnt. Mitte. Noch einmal. Mal auf der zweiten Reihe. Ja, natürlich die Hüfte, Eli. Ja, natürlich nur die Hüfte. Du machst es doch auch im Training. Wenn sie jetzt das 2-1 machen, werden wir anfangen zu rechnen. Bereitet euch drauf vor. Lasst es nicht geschehen. Es steht 0-0. Wir fangen an zu rechnen. Nicht rechnen! Sie dürfen jetzt nicht rechnen. Sie rechnen. Sie sind am Rechnen. Sie haben den Taschenrechner in der Hand. Nimm den Taschenrechner aus der Hand! Melina, geh in die Box. Wenn es nicht geht, zurück auf Willi. Eva! Melina, Brust anspannen. Ja, okay. Dann, ja. Trotzdem Brust anspannen. Raus. Arsch raus, Körper ab. Nee, auch nicht. Du musst stabil bleiben. So, mach ich. Scheiß drauf. Mach einfach weiter. Ist okay. Arsch nicht raus und Brust auch nicht anspannen. Aber Oberkörper hoch. Mit deinem 1,60. Edi, klatsch ab. 10 Minuten noch. Die Eckfahne. Verstehst du das? Die Eckfahne. Ja. Geh zur Eckfahne.
Und jetzt läuft's. Jetzt läuft's, Chat. Der Zug hat keine Bremse. Ulrike, Ingo, lehnt euch zurück. Das Ding ist durch. Lasst von mir aus noch ein 4-2 machen. Ist mir egal. Hattrick Edigella. Boah. Und da sind wir auf der 2. Digga, ist das so eng. Wobei Nürnberg jetzt reingeschissen hat. Nürnberg und Hamburg. 7 Punkte. Es wird ein ganz enges Ding. St. Pauli, Bochum, Fürth und Delay. Wir werden gegen alle hintereinander spielen. Wir spielen gegen Bochum, St. Pauli, Nürnberg und Hamburg. Hintereinander. Das wird die schlimmste Phase. Unsere Ziele sind gefährdet. Fuck mich nicht ab, Vorstand. Ich lösche von euch allen die Nummer, ihr Wichser. Wir sind hier gerade im Aufstiegsrennen. Es ist die angespannteste Situation, die wir jemals hatten. Als Verein, als Vorstand, als Familie. Und die kommt mir mit Ziele, sind gefährdet? Was glaubt ihr, was ich hier mache? Das ist nicht mein Bier. Mein Bier ist es, diese Mannschaft zu coachen. Und ich weiß, ich bin einer der Besten darin. Und ich weiß, dass ich es mit dieser Mannschaft tun kann. Aber nicht mit so einem Vorstand, der mich nicht supportet. Ich drehe jetzt mal den Spieß um. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, wäre ich eine saftige Gehaltserhöhung. Versteht ihr das? Sonst bin ich weg und aufgelegt. Und ich habe auch in der Kabine telefoniert, auf Lautsprecher, damit ihr das alles hört. Es ist alles nicht so, wie es scheint. Und wenn es in den dunkelsten Zeiten, müssen wir füreinander da sein. Und diese dunkle Zeit habe ich gerade als Trainer. Der Vorstand, meine Familie. Ich habe ein paar Probleme zu Hause, Chat. Ich kriege keinen mehr hoch. Aber das müsst euch nicht interessieren. Aber ich würde vielleicht wieder einen hoch bekommen, wenn er einfach genauso spielt wie letzte Woche. Weil da war dieser eine Moment im Vorspiel, wo ich dran überlegt habe, wie ihr da Fußball gespielt habt. Da hat sich kurz was geregt. Aber dann habe ich wieder an den Vorstand gedacht. Skip und Chat, ich skippe nicht. Ich simuliere das Spiel. Und ich werde jetzt zugucken, wie meine Mannschaft SV Sandhausen in den Boden stampft. Jedes Spiel ist jetzt fast ein Finale. Oh nein. Melina, kannst du noch? Kannst du noch? Trainer, ich weiß nicht. Wo zwickt's denn? Ziehen wir's raus. Der Knoten platzt irgendwie nicht. Mitte. Eli, na, hä? So ein Ding. Ich bin stolz auf dich, Eli. Eli, wenn du den reinmachst, Gehaltserhöhung. Okay, er hat nicht direkt reingemacht. Papadopoulos! Und Marlon sitzt da mit so einer Krawatte. Alles richtig gemacht schon wieder. Wo sind die Kritiker, Marlon? Und jetzt ist der Knoten geplatzt. Ja. Ja, natürlich, Chat. Ja, natürlich. Es ist der Last auf den Schultern. Jungs, ihr müsst aufhören zu denken. Ihr müsst einfach machen. Clemens mit der Vorlage. Und jetzt läuft's. Das war's endgültig mit Marlon. Ich erwarte eine öffentliche Entschuldigung. Er muss mich anrufen und er muss sagen, es tut mir leid, Sir. Es tut mir leid, Sir, dass ich Sie und den Verein in Frage gestellt habe. Und dass ich mich über den Verein gestellt habe. Weil das macht niemand. Niemand stellt sich über den Verein. Digga, und sie verkacken nicht. St. Pauli gewonnen, Bochum gewonnen, Fürth gewonnen. Alle haben gewonnen. Was ist los? Ich habe jede Menge Spaß. Jetzt hast du auf einmal Spaß, oder was? Kaum jemand hatte wohl gedacht, dass Marlon Morgenstern in diesem Jahr bei Delay Sports eine wichtige Rolle spielen würde. Doch er hat sich derart in den Vordergrund gespielt, dass Geller kaum auf ihn verzichten kann. Es ist toll, dass ich so viel Spielzeit bekomme und ich hoffe, dass ich das Vertrauen rechtfertige, sagte Marlon Morgenstern. Weißt du, was du bist, Marlon? Du bist lächerlich. Machst einen auf dicke Hose hier, verstehst du das? Vor der Kabine, vor dem Vorstand, vor den Freunden von den Spielern und dann ziehst du den Schwanz ein, vor der Presse. Ich bin froh, dass ich so viel spielen darf. Weißt du, was du darfst, mein Freund? Du darfst den Rasen mähen. Du bist das letzte Glied, du mähst den Rasen. Richie ist vor dir. Verstehst du das? Guck mal hier, Papa an. Boss, mein Frottchen würde ich gerne über mein Gehalt reden. Oh. Ich bringe so viel für die Mannschaft, dass ich eigentlich mehr verdienen sollte. Es wäre nett, wenn sich jemand mit mir und meinen Agenten treffen konnte und über meinen Vertrag diskutieren könnte. Was wollen diese ganzen Schwänze dann? Der spielt kurz mal ein paar Spiele und schon kommen sie wieder mit Geld. Warum seid ihr denn alle so geldgeil? Paderborn, ich liebe meinen Verein. Wir müssen wieder an die 10. Platz. Wir müssen in die Simulation, Chat. Sonst kommen wir nicht voran. Oh, 3-1. Melle, bitte Melle, Sammy, du hast einen Hattrick gemacht. Oh, Nick. Und Melina ist wieder frisch. Und Fürth hat verloren. Bitte Bochum verkackt. Größte Auge der Welt auf Bochum. Na, jetzt geht's los. Okay, jetzt geht's los. Bochum verkackt. Okay, Chat, die wichtigste Phase der Saison fängt an. Wir werden jetzt in den letzten 5 Spieltagen, ich schwör's dir, das könnte der absolute Vollbruch werden. Wir spielen jetzt gegen St. Pauli, Bochum, Hamburg und Nürnberg. Wir spielen gegen den 3., 4., 5. und 6. hintereinander. Alle reinkommen. In so einem Kreis. In der Mitte ist ein Bild von der ersten Bundesliga. Will hier jemand was sagen? Ich, Trainer. Edi übernimmt das Zepter. Ich bin als Kapitän hier und als Kapitän bin ich froh, Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich bin froh, euer Kapitän zu sein. Ich bin froh, euch kennengelernt zu haben. Die Bruchbude wird das Schlimmste sein, was in der Vereinsgeschichte von St. Pauli jemals passiert ist. Die Bruchbude wird der Ort sein, an dem wir das Fundament für die Brüchigkeit
von dem Club St. Pauli setzen werden. Sie spielen die enge Raute. Die 10 von denen ist ein Jürgenbürger. Folgt Eli. Der hat dem versprochen, wir machen eine Fußball-Challenge, wenn wir das Spiel hier gewinnen. Sah interessiert aus, das kann ich euch sagen. Es wird eng, es wird hart und es wird dreckig. Aber denkt an eins. Wenn ihr denkt, ihr könnt nicht mehr, dann kommt der Moment, wo ihr euch bitte an alles zurückerinnert, was wir in dieser Saison geleistet haben. Meine Arme fallen gleich ab. Was wir in dieser Saison geleistet haben. Und das wird nicht umsonst gewesen sein. Wir sind die Eins. Sie haben Angst vor uns. Sie sind zu uns gekommen, in die Höhle des Löwen. Und wir werden dieses Schaf, was in den Käfig gerannt ist, nicht nur aufessen. Wir werden es aufessen, rausspucken und dann nochmal raufscheißen. Weil genau das machen wir mit unseren Gegnern. Wir brauchen diesen Win. Das wäre ein absoluter Bruch, wenn wir nicht aufsteigen. Ey, doch schreibt, oh, oh Gott. Fuß vor. Kopf hoch, Kopf hoch, Kopf hoch, Kopf hoch, Kopf hoch, Kopf hoch. Es wird eng, es wird hart, ich hab's euch gesagt. Es wird eng und es wird hart. Und denkt daran, wenn ihr kurz davor seid, nicht mehr weiterzumachen, denkt daran, was wir in dieser Saison gelernt haben. Lasst es euch durch den Kopf gehen. Das Stadion muss brennen, die Bruchbude muss brennen. Mitte, Nick, Nick! Zündet's an, zündet's an. Es ist so ein wichtiges Tor, Digga. Wenn wir... Nee, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Wollt ihr mich alle verarschen? Wollt ihr nicht aufsteigen? Kann John Linksverteidiger spielen? Richie, es werden die dreckigsten 20 Minuten in eurer Karriere. Ich sage euch das jetzt schon mal, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt. Wie heißt der Mann auf Instagram? Digga, schießen nur Leute, die ich kenne, schießen gegen mich Tore. In den wichtigen Spielen. Das kann nicht wahr sein. Danke, St. Pauli. Ja, nicht danke. Das kannst du dir an die Backe nageln, dein Danke. Folgt sogar Eli, macht einen Jubel. Ich hab doch gesagt, es wird eine Fußball-Challenge geben. Die kannst du dir an die Backe nageln, wenn du dir die ganze Zeit Tore gegen uns schießt. Ich kotze im Strahl, Chat. Also, wenn wir jetzt in Unterzahl noch das 3-2 machen, dann kriegt ihr alle eine doppelte Siegprämie. Komm, Nick. Spielt die Angriffe aus. Boah. Wenn nicht, muss einer liegen. Guter Ball, Melina. Auf den Schatz, Eli. Oh, ja, gut. Okay. Das ist Zeit. Nimm Zeit von der Uhr. Nimm Zeit von der Uhr. Warte mal. Das ist Moral, Chat. Das kannst du nicht kaufen. Das kriegst du mit dem Preis nicht. Das ist in den Herzen der Spieler. Nick Woitemade ist einer der Gründe, warum ich morgens aufstehe und in den Spiegel gucken und lachen kann. Donko, hätte uns das fast alles... Sag mal, soll das ein Witz sein, Donko? Du spielst eine solide Linksverteidigerposition. Aber in solchen Spielen so die Nerven zu verlieren, nur weil er deine Mutter beleidigt, ist respektlos. Nur weil er irgendwelche Scheißen zu dir sagt, musst du doch nicht drauf einspringen. Niemals auf sowas hören. Nick Woitemade ruft an. Hallo. Grüß dich. Nick, ich wollte dir nur sagen, dass du einer der Gründe bist, warum ich morgens aufstehe, in den Spiegel gucke und lachen kann. Weil ich weiß, dass ich solche Spieler wie dich trainiere. Du, mein Freund, hast in den entscheidenden Spielen bis jetzt die wichtigsten Tore geschossen. Du hast gerade das 3-2 gegen St. Pauli gemacht, in der letzten Sekunde, in einen Mann Unterzahl. Ich bin der Beste, sind wir aufgestiegen. Was hab ich noch gesagt? Nicht. Morgen, muss ich sagen. Noch nicht. Wir sind zweite Liga, 4 Spieltage vor dem Ende sind wir auf der 1, aber es ist alles sehr eng. 4 Punkte Abstand auf Bochum. Der Sauer auch immer noch so. Sauer ist Geschichte. Sauer hat den Verein verlassen. Da gab es Diskrepanzen. Da gab es Diskrepanzen. Ich wollte aber sagen, dass du mittlerweile bei der 74 gelandet bist. Du hast in der zweiten Liga. Nicht schlecht. Stand jetzt 14 Tore geschossen. Du bist Zweiter. 14 hast Tore. Hast du mir wenigstens einen neuen Vertrag gegeben oder habe ich immer noch das Scheiße? Du hast immer noch die 1,6 im Monat, ne? Jetzt wird es aber dreckig so langsam, ne? Also die 1,6. Hartz IV melden, Alter. Also, das ist viel Geld. Auf damit jeden Fall, aber für die 14 Tore in der zweiten Liga wenig. 1-1 sind sogar nur. Es sind 1-1 Brutto. 1-1 Brutto. 1-1 Brutto. Guten Morgen, Alter. Aber hör mal zu. Also, Werkstudent. Ich gebe dir, hör mal zu. Ich glaube, wir können, wenn wir aufsteigen, dann können wir gerne nochmal über den Vertrag gucken. Ich kann Ulrike Bescheid sagen, dann können wir das gerne nochmal machen. Ich muss dir nochmal sagen, ne? Rein rechtlich gesehen, gehörst du mir noch 3 Jahre und 3 Monate. 3 Jahre und 3 Monate könnte ich sagen, du läufst noch ein paar Runden, mein Freund. Ich glaube, da höre ich freiwillig auf. Spielst du immer noch hinter mir? Ich spiele hinter dir, ich bediene dich. Du bist der Tiger, den ich füttere. Melle auf rechts, oder was? Melle auf rechts. Sydney von hinten. Eldos auch von hinten. Sydney von hinten, alles klar. Kennen wir, Klassiker. Ja. Kennst du den Marco Friedl? Marco Friedl, den kenne ich. Marco,
Marco. Ja. Der Eli. Was? Der Eli ist am Telefon. Eli? Ja. Ein absoluter Macher. Er ist ein sehr großer Fan von dir. Marco Friedel? Ich habe ihn auf Instagram gesehen. Marco Friedel ist kein Name, er ist ein sehr großer Fan von dir. Ja, gib ihm mal. Ich glaube, ich freue mich, weil er das mir mal geschrieben hat. Ja. Seine Videos schaut er aus. Marco Friedel ist ein Macher, Chat. Marco Friedel ist ein Macher. Ich hoffe. Hast du es gehört? Was, hä? Was, hä? Er folgt ja uns, habt ihr auf Twitch. Echt jetzt? Ich glaube das, ja. Er ist gut. Hör mal, also Marco und ich können uns gerne nochmal dann auf den Tisch, an den Tisch setzen, ne? Ich wollte gerade sagen, wenn du jemanden richten willst, kannst du es bestimmt machen. Ich kann mir das gerne mal angucken. Er sagt gerade Macher, er wird gerne. Ich würde gerne einen dritten mit Nacken kennen. Sehr gut, okay. Guck ich mir an. Na gut, dann sage ich Ulrike Bescheid. Sag Ulrike Bescheid. Okay. Okay, ich setze was auf. Ich wünsche euch viel Spaß noch in der Vorbereitung, ne? Dankeschön, ne? Mach's gut. Ciao. Ich habe mal mit ihm geschrieben, das weiß ich. Aber ich weiß gar nicht mehr, worüber wir. Es war so ganz. Ich folge ihm, glaube ich auch, ja? Ich folge ihm. Marco Friedel. Er sagt, Jürgen Bürger am Trennen. Heute verlängert. Hat er heute verlängert? Ja, Delay Sports. Beides ist soweit, Chat. Marco Friede. Gut, Chat. Das ist alles Marco Friede hier, Nick Woltemade da. Was mich interessiert ist, wie kommen wir in die erste Liga? VfL Bochum, guckt euch an, Chat. Jetzt geht's los. Es ist so schlimm. Fürth verkackt. Wenn Bochum jetzt gegen uns gewinnt, sind wir immer noch Erster. Aber dann spielen wir gegen Nürnberg. Ach du Scheiße. Wir schreiben den 31. Spieltag. Und ich sage es jetzt. Alle Kopf nach unten, Augen zumachen. Sich das jetzt bildlich vorstellen. Ey, was auf dem Boden guckt, nicht auf dein scheiß Handy. Ich kann das langsam nicht mehr. Augen zu. Haben jeder die Augen zu? Ingo und Ulrike auch die Augen zumachen. Ihr hört mir jetzt ganz genau zu. 31 Spieltage lang waren wir als Verein, als Familie und als Mannschaft erfolgreich. Und deswegen sind wir auf der 1. Aber das ist alles nichts wert, wenn wir heute, hier und heute, am 23. April gegen VfL Bochum nicht das zeigen, was wir können. Ich sage euch das jetzt und ich gebe euch das Versprechen. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, sind wir aufgestiegen. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten. Sydney, Willi, ihr seid dann erste Ligaspieler. Ihr könnt ganz anders euch vermarkten. Ihr könnt dann nochmal in eine ganz andere DMs reinsliden. Ihr seid dann erste Bundesligaspieler. Ich werde mich dafür einsetzen, dass ihr ein super Gehalt bekommt. Dann holt ihr die nicht mit einem AMG ab, sondern holt ihr die mit einem Lambo ab. Dann schreibt ihr hier, ich kann heute nicht mit dir raus, weil ich gegen Bayern spielen muss. Machst einen Insta-Post, wie gegen Bayern, du gegen Mané gerade im Zweikampf. Not the result we have hope, but it's always going forward. Sowas könnt ihr dann posten. Das sieht dann so eine 28-jährige Supermodel und sieht das und denkt sich, geil. Ist das nicht Anreiz genug für euch beide? Das sollte es nämlich sein. Wenn wir in die erste Bundesliga aufsteigen, werde ich mir jedes Mal, wenn wir uns sehen, den ein oder anderen da draußen die Geschichte von euch erzählen. Wie ihr und ich zusammen in dieser zweiten Liga gespielt, geschwitzt und geblutet haben. Aber das können wir nur, wenn wir da jetzt rausgehen und zeigen, warum wir Delay Sports sind. Jetzt im Gästeblock, 13. Minute. Ich brauche die Stadionansprechung da. Hallo, liebe Fans und Familie. Und Nick Woltemade ist wieder da. Hallo, liebe Fans und liebe Familie. Bitte unterlassen Sie die Pyrotechnik. Wir wollen ein friedliches Spiel, Pyrotechnik. Nein! Schreit dagegen! Wir müssen lauter sein als der Typ, als dieser Stadionsprecher. Ey, Nick Woltemade, ich bin so stolz auf ihn, Freunde. Es gab so viele Leute, die mich ausgelacht haben wegen dem Transfer. Warte mal. Tot, Nico. So viele Leute haben mich belächelt. Und ich habe an den Jungen geglaubt, dass er die Sturmspitze bei D-Day Sports bekleiden kann. Und er bekleidet sie. Er bekleidet sie wie ein Weltmeister. Außen, Mitte, nochmal Mitte, Eli, ho! Miteinander spielen, links, rechts, oben, unten, links, rechts, oben, unten, miteinander spielen. Und jetzt das Spiel töten, hinlegen, dreckig sein, Eckfahne, Schiedsrichter. Ruhe, alle nach hinten, taktisches. Ein taktisches. Herr Schiedsrichter, wir möchten wechseln. Jesse, ganz, ganz weg. Ganz weit auf die Außen. Und langsam laufen. Ganz langsam laufen. Okay. Ballbesitz. Ich will, dass ihr auf Ballbesitz spielt. Jetzt die Angriffe langsam ausspielen. Oh Gott. Nee. Nico, bleib liegen. Nimm dir die 8 Sekunden. Nimm sie dir doch. Er muss liegen. Die 7 muss liegen. Nico Mante ist so ein Teufelskerl. Er ist ein Teufelskerl auf der Linie, Willi, mit dem Kopf auf der Linie. It's over. Platzsturm in Bochum.
Es ist zwar nicht offiziell, aber es ist so. 2-0 in Bochum. St. Pauli hat verloren. Es ist over. Fürth 5 Punkte. Warte mal ganz kurz. 3 Spiele noch. Wir haben 7 Punkte Abstand. Wir kommen nicht mehr in die Relegation. Wir müssten 3-mal hintereinander verlieren. Und wenn das passiert, dann kündige ich auch selbst. Wir kommen mindestens in die Relegation. Und jetzt Hamburg. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir aufgestiegen. Egal, was passiert. Ich glaube, wenn wir unentschieden spielen, dann auch, weil wir haben das viel bessere Torverhältnis. Egal, was euch jemand da draußen sagt. Ob ihr gut seid, schlecht seid, hübsch seid, hässlich seid. Das spielt alles keine Rolle. Weil ihr müsst euch selbst bewusst sein, dass was wir in dieser Saison geleistet haben, vielleicht eine Handvoll Leute auf der ganzen Welt machen. Haben sie geschrieben, Delay Sports, hahaha. Delay Sports wieder runter, dritte Liga. Und ihr habt einfach das Gegenteil bewiesen, weil ihr geil seid. Und heute können wir es offiziell machen. Ich habe euch mein Versprechen gegeben und dieses Versprechen werde ich halten. Aber heute können wir es ins Stein meißeln. Delay Sports in die erste Liga. Und wir können den Hamburger SV gleichzeitig noch brechen. Ich habe alles vorbereitet. Was die Fans gemacht haben in dieser Saison, sucht seinesgleichen. Genauso wie ihr da draußen Leistung gemacht habt, die seinesgleichen sucht. Und ich möchte, dass wir uns alle hier noch einmal straffen. Alle nochmal Augen zu. Heute werden wir nichts anderes machen, als wie wir schon die ganze Saison gespielt haben. Wir werden sie mental brechen. John Papa. Die Innenverteidigung ist es natürlich wieder. Die Korridorpässe auf die 6. Aufdrehen, aufdrehen, links, rechts. Wo gehen die Spiele hin? Wenn die rechte Seite nicht geht, wieder zurück. Wo soll das Problem sein, Papa? Ja, Trainer. Nee, nicht Trainer. Wenn du wieder zurückspielen musst, dann spielst du zurück. Den Torwart auch mal mitnehmen. Nico Mante hat eine gute schulische Ausbildung damals gehabt als Torwart. Der kann das. Der hat damals auch mal auf der 8 gespielt. Hat dann nicht mehr gereicht in der C-Jugend. Aber er kann das noch. Er kann mit dem Ball am Fuß. Und er kann die Pässe auf die Außen auch spielen. Ich möchte, dass wir über die Außen kommen, dann die Mitte versuchen anzuspielen. Wenn es nicht geht, was machen wir dann, Eidos? Trainer, weiß ich nicht. Zurückspielen, Eidos! Habe ich doch gerade gesagt. Dieses Spiel heute wird einer der geilsten Tage vielleicht meines Lebens sein. Und ich habe schon 2 Kinder bekommen. Vielleicht sogar ist das besser als die beiden Kinder. Aber das hat keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Heute spielt nur die Rolle, wie wir die 3 Punkte holen. Spielt euer Spiel, habt nicht so viel Gedanken, habt Spaß. Vergesst das alles. Diese Taktiktafel gibt es nicht. Vergesst diese Taktiktafel. Okay? Vergesst sie. Also wenn wir wir müssen ein Spiel aus 3 gewinnen. Wir spielen halt noch gegen Nürnberg. Vor Nürnberg habe ich ein bisschen Angst. Hier kann man verlieren, theoretisch. Und wenn du dann gegen Nürnberg verlierst und dann fangen sie nämlich an zu rechnen. Ich will, dass hier alles eintüten. Ich will, dass ihr euch alle einen Urlaub bucht. Noch ein? Noch ein? Noch ein? Ah! Nick, 9-0. Nicht freuen, zieh eine Grimasse. Nicht freuen, 0-0. Es ist nichts passiert. Es ist das letzte Spiel. Also, nicht ganz. Wenn wir gewinnen, und da ist das 2-0. Melina, 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Ich weiß, du bist froh, du bist klein, du bist wuselig, du bist verrückt, du bist verrückt. Du bist eine kleine verrückte Frau. Aber ich möchte, dass du dich jetzt straffst. Manchmal ein bisschen zickig, mach Eli nicht an. Weiterspielen, nach vorne machen. Fuß vor, oh mein Gott. 2-0, ich schwör's euch, Freunde. Es ist so schlimm. Nicht rechnen, Taschenrechner aus der Hand schmeißen. Mitte, noch ein. Oh, Melle. Super, 2-0. 3-1, 3-1, 2-0 ist das gleiche nur im Grün. Es ist over. Eingreifen. Robert Klatze nochmal umhauen. Robert Glatze ist ein Faktor. Aber wo habe ich ihn da auch übernommen? Robert Glatze ist ein Faktor, Chat. Eli Geller, guckt ihn euch an. No, und jetzt angucken. Guckt sie euch an, die Fans, Chat. Die Fans. Guck mal, John, wie er sich freut. Sie liegen sich in den Armen. Ey, da fährt Melina da an, John. Guckt euch an, Freunde. Es ist vollbracht gegen Hamburg. Gegen Hamburg haben wir den Aufstieg eingetütet. Nie mehr zweite Liga, Freunde. Wir sind aufgestiegen in die erste Liga. Es ist vollbracht, Chat. Wir haben es geschafft. Berlin ist himmelblau, Chat. Nie mehr zweite Liga. Jungs, ich übernehme jetzt nicht mehr. Das ist mein letztes Mal. Mein Flieger kommt gleich. Eurito und Ingo übernehmen das. Ihr könnt Party machen. Ihr könnt in den Club gehen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Von mir aus könnt ihr euch in der Halbzeit auch nochmal einen reintrinken. Das ist mir alles egal. Wir sind aufgestiegen. Wollt mich nur nochmal kurz melden. Hier, mein Flieger kommt.
kommt gleich. Macht euer Ding. Noch mal ein paar Punktprämien mitnehmen. Ich bin stolz auf euch. Wir sehen uns nächste Saison in der Vorbereitung, ne? Viel Spaß, Jungs. Macht euer Ding. Ulrike und Ingo, übernimmt ihr? Okay. Ingo weiß gar nicht, was er sagen soll. Er hat sich so extra so Karteikarten gemacht, aber keiner hört ihn zu. Kennt ihr diese Lehrer, die nie, die reden, aber nie jemand hört ihn zu? Hallo, Leute. Geil, ja, hier. Macht euer Ding. Ingo ist so. Das ist einer seiner ersten Spiele, auch jetzt offizieller Cheftrainer, Chat. 5-0 abgefertigt, abgefrühstückt. Und weiter geht's. Und damit ist die Schale auch sicher. Damit ist die Schale sicher. Ihr müsst mich daran erinnern, im letzten Spiel wieder reinzugehen, damit wir das auch alles mitnehmen können. Den ganzen Pokal und sowas. Okay, erinnert mich dann am Ende wieder reinzugehen, ja? Guck mal ehrlich an. Guck mal ehrlich an. Guck mal ehrlich an. Guck mal, wie er Meter macht, Chat. Ups. Ja, und jetzt genießen. Die Zeit genießen. Die Zeit genießen, Chat. Guckt sie euch an. Sie haben es sich aber auch verdient. Guck mal, wie Jordan sich freut. Ein Jahr lang geschwitzt für diesen Moment. Ein Jahr lang harte Arbeit, Freunde. Nie mehr zweite Liga. Was ist denn das? Wo ist mein Pokal? Was ist denn das? Hast du X gedrückt? Nein, ich habe nichts gedrückt. Du hast getippt. Ich habe nicht geskippt. Ich habe gar nichts gedrückt. Mein Controller liegt hier nicht. Mein Controller liegt links, Freunde. Hier. Ich war hier. Ich habe nichts gedrückt. Letztes Spiel war Pokalvergabe. Das kann vielleicht sein, weil ich da Meister wurde. Das könnte wirklich sein. Wollte mal, hat heute 2 Tore gemacht, weil er der Beste ist. Insgesamt eine tolle Leistung. Was willst du von mir? Lass mich doch. Ich verblass meinen Flug. Wegen so einer Scheiße habt ihr mich hierher geholt oder wie? Glückwunsch. Die Sports ist seit 12 Spielen in Folge ohne Niederlage geblieben. Ihr Kommentar dazu, weil wir die Besten sind. Da kommt noch einiges. Zwinker-Smiley. Mach ein Zwinker-Smiley, Sebo. Nie mehr zweite Liga. Alle am Ballern. Mann, 73 Punkte. Dachte Sebo im Urlaub, der wurde wieder zurückgeholt, Chat. Für so eine Scheiße, für so ein Interview. Nährlich, Dieter Sports wurde zum 2. Bundesligaspieler gekürt. Das ist Qualität. Bochum geht in die Relegation, Fürth und Delay Sports direkt aufgestiegen. Nick Woltemade, 20 Tore. Digga, er hat 20 Buletten geschossen. Wir gucken uns die anderen Ligen an. Bundli hat gewonnen, Bayern. Mit einem Punkt Abstand zu Leipzig. Bayern mit einem Punkt Abstand zu Leipzig. Hertha BSC, 6. Platz. Ich kotze im Strahl. Wer ist abgestiegen? Oh, oh, Schalke. Schalke wieder runter. Okay, wir gucken uns das an. Wer die Premier League gewonnen hat? Chelsea hat gewonnen. City 4. ManU 5. Ach, die haben noch einen Spieltag. Dann, warte mal, dann machen wir mal hier weiter. Dass alle Ligen beendet werden und sowas. Premier League. Hä? Was ist denn das? Ist ein Bug? Hä, wie dumm? Ist die Wette durch? Wenn Paris nicht gewinnt, habe ich alles gesehen. Wenn ihr schlau seid, seid ihr gegen Paris gegangen. Wenn ihr schlau seid, seid ihr gegen Paris gegangen. 4. Platz Paris. Wer gewinnt Serie A? Zeig mal her. Inter 1. 87 Punkte. Juve 2. Milan Latium. Wer ist denn Latium? Bergamo Calcio? Ist Latium Lazio Rom? Oh Gott, das hab ich habe das gar nicht gewusst. Und wir gehen rein. Atletico Madrid 1. Platz. Real 2. Ue. Digga, Atletico wurde 2-mal hintereinander spanischer Meister. Die wurden letzte Saison schon spanischer Meister. Tordifferenz gleich und Punkte gleich. Was haben die gemacht? Direkter Vergleich oder mehr Tore? Und jetzt türkische Liga, Freunde. Viel Spaß. Süper Lig. Beşiktaş 1. Fener 5. Gala schon wieder. Hä? Achso, wegen direkter Vergleich. Punkt gleich, direkter Vergleich gegen Gala verloren. Gewonnen.